Ich hab's gesagt, der Sommer ist vorbei. Wir haben einfach nur Regen. Naja, vielleicht bedeutet Regen mal Wind. Heute sind wir mal in Grünwohld. Zwei von meinen Kumpels haben mir das empfohlen, mal diesen Spot auszuprobieren. Einmal der Nico und einmal der Chris. Die sind, glaube ich, auch draußen gerade. Wir haben nicht so viel Wind, aber ich glaube, draußen ist ein bisschen mehr hier auf der Öckernförder Bucht. Deswegen schätze ich, fahre 6,2 Quadratmeter, vielleicht 7. Und will wieder standardmäßig ein bisschen ins Gleiten kommen, mit den Schlaufen fahren und heute mal andeutungsweise wirklich mal versuchen, ein Carving, Abfallen und Einleiten in den Powerdrive. Das ist das Ziel für heute und auf geht's. Oder hast du mal geguckt? Ja. Draußen ist viel, meinst du? Da ist mehr. Wir überlegen gerade, ob 6 oder 7. Ich habe 6,2 aufgehört. Ja gut, machen wir 6. Ich bin sowieso zu faul, was zu machen. Ah, der Sommer ist vorbei. Muss dann wieder Longsleeve tragen. Und ich bin kein Fan vom Longsleeve. Thank you.
So, das war's. Ich bin ziemlich fertig, du bist auch ziemlich fertig, ne? Ich bin alle, ja. Ich bin wirklich alle. Ging aber gut ab. Also, rausgefahren bin ich immer ziemlich schnell, mit Schlaufe und voll geballert. Zurück war nicht meine Schokoladenseite, ging nicht so gut. Das kriegst du auch noch hin. Liegt vielleicht an den Wellen. Also, ich glaube, es waren wieder die Wellen, die so ein bisschen... Hatte mehr damit zu kämpfen, die Schlaufe zu kommen, war wieder mehr so ein bisschen am Amlufen. Du hast dich gar nicht freigefahren, wahrscheinlich. Weil ja. Ich habe nachher noch den Nico Prien getroffen und habe mit ihm ein bisschen über meine Powerhalsen gesprochen. Er hat es so formuliert: Man muss einfach mal richtig Fett Eier haben und sehr stark abfallen. Und erst dann fällt dieser Druck aus dem Segel ab. Das heißt, ich brauche dickere Eier beim nächsten Mal. Also wirklich mutig sein, abfallen, echt beschleunigen und dann immer weiter in dieses, ins Abfallen reinkommen, bis man dann karft. Was hat das mit Eiern zu tun? Das hat sehr viel mit Eiern zu tun. Alter. Prost. Immer noch starker Wind.